Ja, nachdem wir jetzt einige Beispiele von Differentialgleichungen gesehen haben und dann auch allgemein gesagt haben, was wir überhaupt mit einer Differentialgleichung meinen und insbesondere mit einer Lösung, wollen wir uns jetzt vielleicht mal Gedanken machen, ob es denn Lösungen überhaupt gibt und ob die überhaupt eindeutig sind. Nicht? Darum geht es ja. Ich meine, wir beschreiben Naturphänomene durch Differentialgleichungen und hoffen, dass diese Gleichungen halt im Wesentlichen alle Informationen enthalten und wir aus diesen Gleichungen dann wirklich das Verhalten von den interessanten Größen rausnehmen können. Nicht? Also insbesondere sollte also Lösungen davon sollten existieren und die sollten zumindest auch eindeutig sein, vielleicht bis auf gewisse Bedingungen oder Größen, die wir noch vorschreiben. Okay, um eine Idee jetzt davon zu bekommen, was wir vielleicht erwarten können oder hoffen können, gucken wir uns vielleicht mal die einfachste Form von der Differentialgleichung an, die wir eigentlich schon im letzten Semester betrachtet haben, nämlich das Suchen nach einer Stammfunktion. Nicht? Also das ist ja im Prinzip auch das Lösen von der Differentialgleichung, aber von einer sehr einfachen. Und da wissen wir ja, was passiert. Nicht? Also wir gucken uns als erstes mal wirklich an, eine Differentialgleichung erster Ordnung, aber eine sehr spezielle. Nämlich da, wo das Y gar nicht auftaucht. Nicht? Also Differentialgleichung erster Ordnung sieht ja im Allgemeinen so aus. Ich habe die Ableitung von Y, ist halt eine Funktion von meinem Argument x und der Funktion y. Gut, und ein Spezialfall davon ist natürlich, wenn das Y hier gar nicht auftaucht, wenn ich also hier nur eine Funktion von x stehen habe. Nicht? Und das mache ich jetzt also mal. Das heißt, das f von xy, das soll einfach eine Funktion von x sein. Das y taucht gar nicht auf. Das heißt, meine Differentialgleichung lautet jetzt also, das y' soll gleich h sein. Nicht? Und das h ist eine Funktion von x und das y soll auch eine Funktion von x sein. Also was ich hier mache, ist, ich suche eigentlich eine Stammfunktion von h. Nicht? Ich suche eine Funktion, deren Ableitung h ist. Und das haben wir ja im letzten Semester gesehen. Die Lösung davon wird gegeben durch Integrieren. Ja? Oder ja, die Umkehrung vom Differenzieren. Und die haben wir ja hinreichend untersucht. Ja, und da haben wir ja insbesondere auch gesehen, dass im Prinzip in vielen Fällen normalerweise solche Stammfunktionen existieren, aber die sind nicht eindeutig. Da hatten wir die Freiheit von der Konstanten und die Lösung von sowas, das ist ja dann, also das y von x, kriege ich, indem ich das h integriere. Ja, das heißt, ich kriege das also, indem ich integriere, und zwar von irgendeinem Startwert, sagen wir x0, bis zu dem Punkt x, der mich interessiert. H von t dt, aber ich kann da jetzt eine beliebige Konstante dazu addieren. Und diese Konstante, die wird dann natürlich gerade den Wert von y an der Stelle x0 geben. Nicht? Weil wenn ich hier von x0 nach x0 integriere, ist es hier 0. Und dann habe ich hier natürlich, sollte ich hier y von x0 stehen haben. Also das muss ich hier dazu addieren. Na, das ist meine Konstante, da habe ich halt eine Freiheit. Die kann ich quasi vorschreiben. Ja, und jetzt sieht man hier also quasi die zwei Sachen über Existenz und Eindeutigkeit, die sich auch im Allgemeinen, im Wesentlichen ergeben werden. Nämlich erstens mal die Eindeutigkeit, die habe ich hier nur bis auf eine Konstante. Nicht? Das heißt also, diese Differentialgleichung hat nicht nur eine Lösung, sondern ich habe eine ganze Lösungsmenge, aber die wird parametrisiert durch eine Konstante. Nicht? Also im Prinzip, um die Lösung eindeutig zu machen, muss ich diese Konstante noch vorgeben. Das gehört dann quasi zu meiner Differentialgleichung dazu, dass ich noch sage, was ist der Wert einer gewissen Stelle. Und dann kann ich eine eindeutige Lösung erwarten. Also zumindest in dem Fall hier ist es klar. Nicht? Also hier, dieser Term hier, diese Konstante, sagt mir, dass ich eine Eindeutigkeit habe, bis auf die Wahl von meiner Funktion, die ich suche, an der Stelle x0. Also ich kann mir jetzt beliebige Stelle x0 vorgeben, da gebe ich einen Anfangswert vor, was das y an der Stelle sein soll, und dann der Rest, das y von x für alle anderen x, berechnet sich eindeutig durch dieses Integrieren hier. Also hier habe ich eine Eindeutigkeit bis auf die Wahl von der Anfangsbedingung. Eine Anfangsbedingung. Ja, die ich hier y von x0 nenne.
oder die dadurch gegeben ist. Gut, und dann andererseits, wie sieht es mit der Existenz aus? Das heißt hier, gut, hier sage ich eigentlich, was ich suche, ist eine Stammfunktion und die existiert eigentlich, wenn ich dieses Integral hier habe. Das heißt, ich muss also diese Funktion h integrieren können und integrieren ist eine sehr schöne Operation, nämlich normalerweise existiert das Integral von Funktionen. Es gibt nicht integrierbare Funktionen, aber typischerweise haben wir hier schöne Funktionen und von denen existiert auch das Integral. Also typischerweise sollten wir eigentlich erwarten, dass Differentialgleichungen Lösungen haben. Okay, während wenn ich differenzieren will, das ist ja umgekehrt. Ich meine, es gibt viele Funktionen, die kann ich nicht differenzieren. Von denen existiert keine Ableitung. Aber wenn ich in die umgekehrte Richtung gehe, das Integral von Funktionen, das existiert typischerweise. Also zum Beispiel, wenn meine Funktion hier stetig ist, dann wissen wir, das Integral existiert. Aber es gibt natürlich viel mehr Fälle, wo es existiert. Also hier die Existenz ist ja hier gegeben durch das Integral. Und die ist halt in sehr vielen Fällen gewährleistet. Also die Existenz von meiner Lösung, in diesem Fall hier, und die Lösung ist ja hier einfach eine Stammfunktion, die ist gewährleistet, falls, ja in dem Fall, das h halt integrierbar ist. Und das ist in sehr vielen Fällen der Fall, also zum Beispiel, wenn es stetig ist. Aber da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Also von daher, typischerweise sollten Differentialgleichungen Lösungen haben. Wenn die Funktionen, die in meiner Differentialgleichung drinstehen, nicht zu schlimm gewählt sind. Also zumindest ist das die allgemeine Erwartung. Also Lösungen können wir erwarten und die Eindeutigkeit ist nicht gegeben, sondern ich habe hier zumindest die Freiheit für eine Konstante. Gut. Okay, ja, das ist aber jetzt natürlich eine sehr spezielle Situation. Ich meine, das hier ist eine Differentialgleichung, die ist eigentlich nicht so interessant, oder es ist die einfachste Differentialgleichung, wo mein y gar nicht hier auftaucht. Üblicherweise habe ich ja Differentialgleichungen, dann ist höhere Ableitung hängen halt von niederen Ableitungen und der Funktion selber ab. Wenn sie nur von x abhängen, dann ist es einfach gegeben durch Suchen von Stammfunktionen. Gut, von daher gucken wir uns jetzt vielleicht mal eine erste Ordnung an, die ein bisschen allgemeiner ist, wo das y auftaucht. Um es dann aber wirklich wieder konkret zu machen, gucken wir uns eine lineare Differentialgleichung an. Weil das wird halt der Fall sein, wo wir wirklich konkret was ausrechnen können. Und die mache ich jetzt auch homogen. Also eine homogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Und um es noch einfacher und konkreter zu machen, nehme ich auch konstante Koeffizienten. Also das sind die schönsten, da wo wir wirklich konkret was ausrechnen können. Und die erste Ordnung ist halt sehr einfach. Das heißt, dann sieht die Differentialgleichung aus, die Ableitung von y ist halt c mal y. Und c ist hier eine Konstante, hängt nicht von x ab. Und c ist halt einfach irgendeine reelle Zahl. Ja, okay, das heißt aber, die Ableitung unserer Funktion ist im Wesentlichen die Funktion selber. Und da kennen wir natürlich eine Lösung davon. Das sind ja genau die Exponentialfunktionen, die diese Eigenschaft haben. Also wir kennen eine Lösung und dann wissen wir also, dass y ist halt eine Exponentialfunktion. Gut, wenn hier ein c steht, dann sollte hier oben halt c mal x stehen, sodass beim Differenzieren das c runterkommt. Und da wissen wir auch, dass ich hier natürlich auch eine Freiheit habe. Ich kann nämlich diese Funktion hier jetzt noch mit einer beliebigen Konstanten multiplizieren und das erfüllt dann die gleiche Differentialgleichung. Das heißt, ich kriege also hier auch noch eine Konstante hin, das y von 0. Die nenne ich jetzt y0. Und was ist y0? Das ist natürlich genau der Wert von meiner Gleichung, von meinem y an der Stelle 0. Wenn ich x gleich 0 setze, habe ich hier ja 1 stehen, dann steht hier y0. Das heißt, das y0 ist nichts anderes als der Wert von y0. Das heißt, wenn ich also eine Lösung von dieser Differentialgleichung suche, die ist nicht eindeutig. Was ich dann noch machen sollte, ist den Wert an der Stelle 0 vorzugeben, den nenne ich y0, und dann ist das hier zumindest mal ein kanonischer Kandidat, oder das ist eine Lösung davon. Gut, nach dem, was wir hier gesehen haben, erwarten wir wohl, dass ich hier auch halt die Freiheit von einer Konstanten habe, aber das ist natürlich auch vielleicht nicht so klar, von daher sollten wir uns vielleicht überlegen, ob es nicht vielleicht noch mehr Lösungen gibt von dieser Differentialgleichung. Also wenn ich diese Differentialgleichung
habe, dann wissen wir, nach dem, was wir vom Differenzieren kennen oder vom Integrieren, dass eine Stammfunktion eindeutig bestimmt ist, bis auf eine Konstante. Nicht? Da wissen wir also, hier habe ich nur eine Konstante frei. Bei dieser Differentialgleichung ist es vielleicht nicht ganz so klar. Von daher überlegen wir uns das mal noch. Also sind dies jetzt alle Lösungen von denen, von dieser Differentialgleichung, also insbesondere wenn ich diesen Wert y von 0 vorschreibe, ist das dann wirklich genau die einzige Lösung davon. Und in der Tat ist es der Fall. Und wie sehen wir das? Das sehen wir halt, indem ich jetzt dieses Problem hier quasi auf das Problem mit den Stammfunktionen zurückführe. Na, nehmen wir nämlich mal an, ich hätte eine Lösung y. Also das ist eine Lösung. Von meiner Differentialgleichung y' ist gleich c mal y. Okay, und dann will ich halt sehen, es soll von dieser Form sein. Ja, und dafür vergleiche ich jetzt einfach mal diese Lösung y, die ich hier habe, mit dieser Form hier. Ja. Das heißt, ich gucke mir an eine Funktion, die nenne ich mal h, also h von x. Das ist jetzt einfach das Verhältnis von meiner Funktion y und dem, was ich erwarte, was das y eigentlich sein sollte, nämlich eine Funktion von der Gestalt e mal c, e hoch cx. Ja, oder anders hingeschrieben, das ist halt y von x mal e hoch minus c mal x. Y von x mal e hoch minus c mal x. Ja, und wenn das y von dieser Gestalt da oben ist, dann ist dieser Quotient hier einfach konstant gleich y, 0. Ja, aber gut, es könnte ja a priori sein, dass es noch andere Lösungen gibt. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass das nicht der Fall ist, weil die Differentialgleichung für das y gibt mir jetzt eine Differentialgleichung für das h. Und diese Differentialgleichung von dem h wird wieder sehr einfach sein. Also im Prinzip, wenn ich hier diese Lösung habe, ist es eine Konstante. Ja, das wird ihr mir dann sagen, h ist eine Konstante. Das heißt, die Ableitung von h ist gleich 0. Und das wollen wir jetzt sehen, dass das schon erzwungen wird durch meine Differentialgleichung für das y. Also wenn ich das h so definiere, dann kann ich mir jetzt die Ableitung von h ausrechnen. Und das h ist ja diese Funktion mal diese Funktion, also einfach nach der Produktregel für die Ableitung kriege ich halt, das ist also die Ableitung von dem y, mal die Ableitung, mal die Funktion, die zweite Funktion, also mal e hoch minus c mal x. Und dann kriege ich plus y mal die Ableitung von der Funktion und die Ableitung von e hoch minus c mal x, da kommt ja das minus c runter, mal e hoch minus c mal x. Nicht? Also die Ableitung von der e-Funktion ist die e-Funktion und die innere Ableitung von minus c mal x ist minus c. Ja, und jetzt sehe ich halt, hier habe ich beide mal e hoch minus c mal x stehen und hier beim ersten Mal habe ich das y' stehen. Und hier beim zweiten habe ich minus c mal y. Aber y war jetzt eine Differentialgleichung, war eine Funktion, die die Differentialgleichung y' ist gleich c mal x erfüllen soll. Das heißt, das Ding hier ist 0. Damit ist es ja alles 0. Und damit sehe ich also, das h' hat die Ableitung 0. Und welche Funktion hat die Ableitung 0? Das sind nur die konstanten Funktionen. Na, das ist sogar ein Spezialfall von dem, was wir hier behauptet haben. Nicht? Und dass nur die, das war eine der wesentlichen Aussagen über das Integrieren, dass nämlich nur konstante Funktionen die Ableitung 0 haben. Nicht? Die konstanten Funktionen sind die einzigen, die die Ableitung 0 haben. Und das war eine Folgerung vom Mittelwertsatz. Ja? Also sehr wichtige Aussage. Gut, damit sehen wir aber, also das h' ist gleich 0. Daraus folgt, das h selber muss eine konstante Funktion sein. Ja, die kann ich, sagen wir, die Konstante nenne ich y0. Na, und dann weiß ich, also das h ist y0. Und dann weiß ich, das y ist wirklich von der Gestalt, die ich behauptet habe, nämlich das y als Funktion von x, muss dann also y0, diese Konstante, mal e hoch cx sein. Ja, weil dieses Ding hier ist y0, das ist konstant. Damit ist also y ist diese Konstante mal e hoch cx. Ja, genau. Und das ist ja das, was ich da oben behauptet habe, dass diese Differentialgleichung y' ist gleich c mal y, dass die wirklich nur genau diese
diese Funktion hier als Lösung hat. Also wiederum, wir haben Lösungen, ja, die kann ich hier sogar explizit hinschreiben, und diese Lösungen sind nicht eindeutig bestimmt, sondern ich muss halt einen Wert von meiner Funktion an irgendeiner Stelle, sagen wir an der Stelle 0, vorgeben. Wenn ich das aber gemacht habe, dann ist die Lösung eindeutig bestimmt. Nicht? Also das ist die allgemeine Idee, die wir quasi hier vom Stammfunktion suchen, schon kennen, die aber anscheinend auch sich überträgt auf kompliziertere Differentialgleichungen. Gut, okay. Und wenn ich jetzt allgemeinere Differentialgleichungen, sagen wir mal erster Ordnung betrachte, sagen wir hier vielleicht Teil 3. Nicht? Also jetzt würde man vielleicht erwarten, dass ich jetzt, gut, jetzt gucke ich mir eine allgemeine Differentialgleichung erster Ordnung an. Das wäre also y' ist gleich f von x und y, wobei das f jetzt allgemein sein kann. Und dann ist es halt so, dass ich jetzt natürlich, das kann ich jetzt nicht mehr explizit ausrechnen, nicht? Also wenn ich hier komplizierte f stehen habe, dann kann ich nicht konkret Lösungen davon angeben. Ne? Okay, und ja, was man halt dann machen kann, versuchen kann, oder ja, die wesentliche Frage ist dann, ob es halt immer noch Lösungen gibt und ob die halt eindeutig sind, ne? Wenn ich halt die Anfangswerte vorschreibe. Und da diese Idee, die wir hier in den konkreten einfachen Fällen gesehen haben, die ist halt immer noch der Fall, dass ich typischerweise, habe ich Lösungen davon, zumindest wenn es f gute Eigenschaften hat. Ne? Wobei ich jetzt nicht genau spezifizieren will, was das sein soll. Nicht? Das hatten wir hier ja auch bei der Stammfunktion. Ich meine, für ganz beliebiges h habe ich nicht unbedingt eine Stammfunktion. Ne? Ich kann nicht alles integrieren, aber ich kann das meiste integrieren. Ne? Okay, und bei Differentialgleichung allgemeiner Art ist es halt auch so, ich habe nicht immer eine Lösung und ich habe sogar eventuell auch mal Probleme mit der Eindeutigkeit. Aber wenn meine Differentialgleichung schön genug ist, dann habe ich wirklich normalerweise habe ich eine Lösung und die ist auch eindeutig bis auf die Anfangsbedingungen. Gut, okay. Und das ist dann aber allgemein zu sehen. Da brauchen wir allgemeinere Werkzeuge. Da gibt es halt Sätze von Peano und von Picard-Lindelöf. Über die werden wir im nächsten Semester vielleicht allgemein reden. Nicht, also darauf will ich jetzt nicht allgemein eingehen, sondern die Idee ist halt nur, dass man wissen sollte, dass man typischerweise für große Klassen von Differentialgleichungen, dass man diese Eindeutigkeits- und Existenzsätze zur Verfügung hat.